Okay Leute, heute nehme ich euch mit in mein Zimmer. Okay, willkommen in dieser luxuriösen Halle. Ich teile mir Bad und eine Küche mit einem Polen hier im anderen Zimmer. Die Küche ist eingerichtet mit einer Mikrowelle. Ich habe ehrlich gesagt die Mikrowelle noch nie aufgemacht. In China kann man das Wasser leider nicht aus dem Hahn trinken wie in Deutschland. Deswegen, da kommt ja noch was raus. So eine kleine Teeküche hier. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was ich hier wirklich koche. Dann lass uns mal ins Bad schauen. Das Geniale an diesem Bad ist, wer hat sich sowas ausgedacht? Wenn man spät dran ist, man muss alles drei gleichzeitig machen. So. Oh, da kommt Wasser raus. Aber das Interessante ist natürlich, wie sieht es in meinem Zimmer aus? So, was haben wir hier? Einen kleinen Schreibtisch. Arbeiten, arbeiten. Ein Luftreiniger. Weil manchmal ist die Luft nicht die beste in Peking. Ich denke eigentlich auch 5 Atemzüge reichen im Tag. So, reicht wieder für den Tag. Oh, keine Erbse, aber eine Juju-Frucht. 8. Stock. Ich habe einen super Ausblick. Da das Zimmer nur mit diesem kleinen Stuhl hier kam, dachte ich, ich kaufe mir selber einen. Und das Beste an diesem Stuhl ist, der kam mit so einem Kissen hier. Und dieses Kissen hat einen USB-Anschluss. Aber auch anderweitig bin ich natürlich mit modernster Technik ausgestattet. Hallo, hallo? Wenn der Besuch nach 11 noch nicht weg ist, dann kriegt man hier einen netten Anruf. 3-mal die Woche kommen die hier zum Putzen, also ich kann mich hier nicht beschweren. Beijing ist natürlich auch eine von den Städten. Im Sommer ist warm, im Winter ist kalt, aber hier kann man einstellen cool oder heat. Was ziemlich cool ist, wenn man von Deutschland nach China kommt, wenn ihr einen deutschen Stecker habt, könnt ihr den problemlos in eine chinesische Steckdose stecken. Okay, das war's von meinem Zimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen was gesehen. Und gebt mir einfach Bescheid, was euch beim nächsten Mal interessiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao.